Ja, hallo, herzlich willkommen. In dieser Eiseskälte ist ja der helle Wahnsinn. In Bayern hat es minus 17 Grad bei uns zurzeit nachts. Jetzt tagsüber auch minus 10 oder so. Also der Wahnsinn. Da freut man sich doch, wenn man News aus dem warmen Barcelona anschauen kann. Dort ist ja gerade der Mobile World Congress. Und ich habe zwei Highlights rausgesucht für euch, die ich euch jetzt vorstellen wollte. Viel Spaß, holt euch einen Tee und rein ins Kuschelige. Ja, das ist ja viel gemütlicher hier zu arbeiten und auch die neuesten Handys anzugucken. Ich sag mal, ja, über Chromecast haben wir an dem Sonntag eben die Keynote von Samsung S9 der Vorstellung angeguckt. Ich fand die Show gigantisch cool. Es war eine tolle Inszenierung. Ich finde sowas sowieso immer ganz glamourös und also mir gefällt sowas einfach. Frauen eben. muss aber dazu sagen, ja, es wurde wahrscheinlich jetzt hier, ja, die Show war cool, aber das Handy, das S9 jetzt, ich möchte jetzt kurz mein Statement dazu geben, was ich persönlich darüber denke. Ich habe auch einige Videos angeguckt von den YouTubern, die vor Ort in Barcelona waren oder sind. Vielen Dank an der Stelle an alle Technik-YouTuber, macht es immer klasse. Ich freue mich immer jedes Mal, wenn was Neues da ist. Ja, mein Statement zu dem Phone ist eigentlich jetzt, Design hat sich nicht großartig verändert, wobei ich sagen muss, Gott sei Dank eigentlich. Das Display ist gleich geblieben, wie das mit dem Vorgängermodell von S8. Spezifikationen, das kleine, das S9 hat 4 GB RAM, 64 GB Flash-Speicher. Das größere, das S9, das kostet 100 Euro mehr, muss man sich halt überlegen. Das ist natürlich mit 6 GB RAM ausgestattet und hat 256 GB Flash. Aber, ich sag mal, der Prozessor ist noch ein Ticken schneller geworden. Da ist ein neuerer mit drin, der ist um die 0,4 GHz schneller. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon ähnlich wie das S8, muss man schon zugeben. Kostet jetzt, das S9 kostet 850 Euro, das größere, das S9 Plus kostet 950 Euro. Der Unterschied ist jetzt eben in den Speicherkapazitäten und es hat zwei Kameras, das S9. Und jetzt komme ich auch zu dem Highlight, was jetzt hier auch mods hochgehoben wurde bei der Show, die Kamera und Augmented Reality, die Emojis. Also die Kamera. Ja, man müsste es einfach austesten. Da kann man jetzt momentan gar nicht viel dazu sagen. Nur von den, sage ich mal, ja, von der Blende her ist es jetzt mit 1,5 ausgestattet anstatt 1,7 wie vorher. Und es hat eine Möglichkeit, dass man eine andere Blende mit 2,4 entweder automatisch oder manuell einstellt. Ja, ob das jetzt wirklich so gut ist, bezweifle ich mal. Wobei sie auch sagen, im Lowlights-Bereich soll die Kamera sehr gut sein. 30% weniger Rauschen. Das ist wirklich was man ausprobieren muss. Das kann ich jetzt dazu gar nichts sagen. Sie haben eine Technik entwickelt, da werden 12 Bilder irgendwie zusammen verrechnet und in diesen Bildern sind dann weniger Rauschpartikel oder, sage ich mal, mit drinnen. Da muss man einfach wirklich abwarten. Es wäre schön, wenn es im Lowlight-Bereich hier wirklich mal ein bisschen besser wäre, aber gut, das muss man sich einfach mal erstmal angucken. Und wie gesagt, also das S9 hat eben auf der Rückseite eben zwei Kameras und das S9 Plus und das S9 nicht. Das ist wahrscheinlich dieser 100 Euro Unterschied. Wer es mag, also wer wirklich viel auf Kamera Wert legt, so wie ich jetzt, der muss sich natürlich dann die teurere Variante kaufen. Was war noch? Also das Highlight, was ich total witzig und lustig fand, waren die Augmented Reality Emojis. Ja, es ist eine Spielerei, ich gebe es zu. Aber ich spiele gerne und ich finde das einfach eine lustige Idee, im Chat oder in Social Media Bereichen hier zu interagieren. Wobei ich jetzt aber auch schon von vielen und auch viel gelesen habe darüber, dass diese Emojis, also bei der Präsentation, bei der Keynote, fand ich jetzt auch zum Beispiel,
Der hat sich abgeknipst und man macht ein Foto von sich selber, knipst es dann ab, eben wird abgespeichert und die Software generiert daraus ein passendes Emoji. Ich fand dieses Emoji ja nicht so prickelnd perfekt. Man muss es anpassen mit Haare, also die Haare muss man anpassen und auch die Hautfarbe oder auch sonstige Sachen. Also ich weiß nicht, da kann ich mir eigentlich, ich glaube mal selber schon mal zusammenstellen, so wie es bei Snapchat auch der Fall ist. Ja, das müsste man mal ausprobieren. Und ich glaube, man kann also mit diesem, oder ich habe es gesehen, mit dem Emoji kann man dann auch seine Gesichtsbewegungen nachahmen und die eben dann speichern und versenden. Aber die Bewegungsabläufe waren jetzt nicht wirklich 100% synchron. So eine ganz unsaubere Geschichte, aber das sind Kleinigkeiten. Ich denke mal, da wird sich dann was tun, wenn dann die Leute darüber sich aufregen, so wie über diesen Fingerabdrucksensor. Da haben sich ja alle dermaßen beschwert oder ja dementsprechend also aufgeregt, weil der bei einem S8 hinten einfach eine unmögliche Position hat. Ich habe das mal ausgetestet, ich finde es auch also sehr unpraktisch. Jetzt beim neuen, jetzt eben beim S9 hat sich das verbessert, der Platz ist verändert worden und ob es jetzt viel besser ist, mal gucken. Das wird sich der Alltag dann zeigen beim Mann und dann sehen wir einfach mal weiter. Was noch interessant war für meine Ohren zum Beispiel, ist, dass das Handy nun einen Stereo-Lautsprecher bekommen hat. Und das finde ich echt cool, weil ich höre viel und gerne Musik, auch gerne mal ohne Kopfhörer, lasse auch mal das Handy mal so liegen. Das ist einfach eine Geschichte, das fast in jedem Handy reinkört heutzutage. Da bin ich ganz froh darüber, dass es endlich hier auch verbaut worden ist. Und angeblich soll es ja irgendwie mit diesem Dolby Atmos fähig sein. Wobei ich jetzt sage, ja, das Dolby Atmos ist halt ja eine ganz andere Idee dahinter, dass man hier verschiedene Boxen im Raum platziert und auch von der Decke hier den Ton verlauten lässt. Und das kann ich mir jetzt bei dem Handy jetzt anhand diesen Lautsprecher nicht ganz so vorstellen, aber vielleicht mit einem guten Kopfhörer wird dann das wahrscheinlich dann besser umgesetzt. Ja gut, ansonsten, was war noch, was mir aufgefallen ist? Ah ja, genau, der Assistent, der Bixby-Assistent, der ja da mit verbaut ist oder angeboten wird softwaremäßig, ist leider noch nicht auf Deutsch. Und das finde ich ein bisschen schade. Die werden hoffentlich hier nachbessern, keine Ahnung, aber ich denke mal schon. Und es gibt ja die Möglichkeit, das Handy als Workstation zu verwenden. Also da braucht man die Dockingstation dazu und dann kann man das anschließen an Bildschirm und hat hier einen angeblichen vollwertigen Desktop-Ersatz. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das S9 hat jetzt eine neue Dockingstation bekommen. Und zwar, da kann man es jetzt quer reinstecken. Beim S8 war es noch hochkant, glaube ich. Das finde ich jetzt, ich weiß nicht, ein bisschen schade. Das Accessoire, was man beim S8 hatte, kann man anscheinend dann fürs S9 nicht mehr verwenden. Das finde ich jetzt ein bisschen, keine Ahnung. Also ich finde es ein bisschen blöd. Nee, das ist nicht mein Ding. Ja gut, ansonsten gibt es nichts Neues zu dem Handy zu verlauten. Eigentlich die Kamera wird hochgelobt, das Emoji hier mit Augmented Reality, die Lautsprecher und noch ein paar Features mehr, auf die ich jetzt auch gar nicht so mordsmäßig eingehe. Was mir aufgefallen ist, noch auf der Mobile World Congress, ist ein anderes Handy. Gehen wir mal weg von Samsung. Und zwar, das ist echt der Hammer. Ich finde es echt cool, weil ich bin ja auch viel Outdoor draußen unterwegs. Also momentan jetzt nicht, aber ansonsten bin ich relativ viel draußen beim Wandern, Geocachen und auch Ingress. Also Ingress spiele ich gerade nicht, aber auf jeden Fall draußen. Und da gibt es jetzt, wurde dort ein Handy vorgestellt von einem Automobilhersteller, von dem Mobilhersteller Land Rover. Und das ist echt ein cooles Handy. Für 650 Euro Smartphone bekommt ihr da ein Charmin-Ersatz, eigentlich fast schon. Es hat im Lieferumfang bereits verschiedene so Aufsätze, damit man sein Handy schützen kann oder auch nochmal ein besseres GPS dann hat. Also das finde ich
sehr cool für die, die viel wandern. Man kann sich verschiedene Profile einstellen, von Wanderprofil oder Fahrradprofil, Skiing oder Surfing und so weiter, wo verschiedene Aspekte wichtig sind, wie Wind oder Wetter, dann Höhenlage beim Wandern oder sonstiges. Und das ganze Rundum-Paket finde ich so cool gemacht von Land Rover, dass mich das Handy fast mehr interessiert, zu testen, wie jetzt das Samsung S9. Und das finde ich echt voll genial. Ja, an der Stelle hoffe ich für uns alle, dass wir bald wieder nach draußen gehen können. Also bei der Kälte ist es ab und zu mal schön, aber jetzt sage ich mal eher selten, dass man länger draußen bleibt. Jetzt wird es ja Gott sei Dank wieder wärmer, die nächste Zeit, Gott sei Dank. Und dann werde ich auch mal wieder rausgehen und ein wenig ja, in der Natur ein bisschen mal gucken. Vielleicht mache ich für euch dann auch mal ein Video dazu. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Kommt gut rein und raus aus der Kälte und rein wieder in die Wärme. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video mal wieder. Bis dann, ciao! Beschiss mich! Nein, tu es nicht! Ah! Oh, oh.